Hallo und herzlich willkommen zurück hier von der Nordfriesischen Marsch in der Milliarden-Challenge. Seid gegrüßt, meine Freunde, da draußen an den Empfangsgeräten. So, jetzt muss ich nochmal hier durchscrollen. Sorry dafür, da ist nochmal mitmacht. So, hier ist er schon. Oh, Wahnsinn, ne? Da läuft es, da läuft es. So, hier ist irgendwie ein bisschen Stau hier, Freunde. Aber nur ein bisschen. Ah ja, er macht das irgendwie schon. Auf jeden Fall sind sie jetzt hier am Steinchen sammeln, das ist schon mal sehr gut. So. Ja, aber ich glaube, es ist gut, ne? So. Dann gehen wir direkt mal den nächsten holen hier. So, was haben wir, das haben wir. Dann schicken wir den jetzt auf Feld 77. Au, 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 oder? Ah, da ist gut. Stop, my friend. Stop, stop. Du hast da was verloren. Ich bin jetzt zwischendurch mal wieder in der falschen Piste. Sehr klar. So. Abmarsch geht's. So, und... würde ich sagen, schickt mal den hier zu Feld 44. Ja, hier habe ich ein bisschen aufgefüllt. So, der kann mal, mit dem können wir eben schnell hier drehen. Aber hier eben die Wiese. Dann stört es mich nicht. Weil die Tiere brauchen mal wieder Wasser. Ja, was auch sonst. Die Nacht hinter uns haben. Nächster Tag ist dann immer so. Ja. Füll erstmal Wasser auf, Stroh auf. Futter hatte. Haben sie Gott sei Dank genug noch. Aber Wasser wohl nicht. So, hier haben wir auch noch einen, da wollen wir mal gucken. Ach, der kann Strohblech einsammeln gehen. Auf Fels. Ich kann das schon aufhören. So, das Ganze bringt da bitte. Wenn man nicht nachgeguckt wurde, dann ist das der eine da, der sich keinen mehr rastet. So.
Hier würde ich sagen, den ziehen wir jetzt mal eine Runde vor. Ach, sehr schön, das funktioniert hier wunderbar mit den Steinen. Warum habe ich den hier eigentlich auf den Parkplatz geschickt? Parkplatz fahren. So. Ach, wir brauchen jetzt noch. Jetzt weiß ich wieder, was ich noch haben wollte. So, Fahrzeuge. 8900er wollte ich gerne haben. So, groß. Klein? Nein, groß. Groß, das heißt, dann hat er auch 54.000 Liter Volumen. Genau. Hat er alles, dann aber auch so Reifen. Breitreifen, GPS-Prominent, Felgenfarbe, ja, können wir so lassen. So, 152. Okay, zurück. Ne, Quatsch, kaufen. Können wir den kaufen? Ja, können wir kaufen. Kein Problem. Geld genügend auf dem Konto. So, dann brauchen wir ein 18 Meter Schneidwerk dazu. Nochmal. So, Mitführung. So, Lexion, Farbe. Fendt. Ne, Glas. So, haben wir hier. Das mäßig Ferguson Rot. Na, ist egal. Oh, Felgen. Ja, okay. Okay, okay. So, und dann kaufen wir auch nochmal. Jetzt. So, dann brauchen wir noch einen Wagen dazu. Warum gehe ich jetzt hier raus aus dem Menü? So, Schneidwerkswagen, wo haben wir das denn? Ballenpresse, Ladewagen, Transport, Schneidwerk hier. Da haben wir doch. Hier. Da haben wir es doch. So, Felgen. Ach, geht ja auch nicht anders. Hauptfarbe, so, Glas. So, sehr schön. So, kaufen. Yes. Zurück, zurück, zurück. So, okay. Da sind wir. Da ist er. Unser nagelneuer Glas. Ach, ich habe ja gar nicht aufschrieben in die letzte Folge. So, dann machen wir mal. Das auch mal da drauf legen. Und dann geht's gleich auf Feld 78 mal richtig los hier, oder? Was meint ihr? Jetzt bin ich mal gespannt und. Ja, sieht gut aus. Das sieht schon mal gut aus. Und auf geht's, ja. Auf geht's hier zu Feld 78. Ich muss noch ein bisschen mähen zwischendurch mal.
schaffen, dass das nach hinten ran ist. Ja, ist er. Ja, sehr schön. Also irgendwann lernt schon immer für was dieser Platz da eigentlich war. Ach genau, für die Brennerei war das, ja genau. So, die Oliven und die Traubenproduktion, ne, sollten auch auf Hochtouren laufen. Dann haben wir mittlerweile September. Genau wie wir auch aktuell noch, glaube ich, im September, genau. Heute ist der 25. September, also von daher, ja wunderbar, alles schick, alles toll. Ich hier gerade aufnehme, haben wir den 14. September, also ihr seht, ich bin nicht mehr allzu weit weg davon. Relativ zeitnah jetzt die Folgen. Dadurch, dass ich auch von mir aus gesehen letztes Wochenende 4 Tage ja, sehr beschäftigt war. Mit Hüpfen, Springen, Tanzen. Und war schon sehr, sehr intensiv, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe. Auf diesem, keine Ahnung, 4-Tages-Event zur Persönlichkeitsentwicklung. Und kann man gar nicht beschreiben, was man da erlebt hat, weil das muss man selbst gefühlt und erlebt haben, um wirklich da, ja, das, also ne, die Gefühle, die kann man einfach nicht erklären. Das muss ich ehrlich sagen. Okay. Da bin ich böse dafür. Aber das kann ich leider nicht so rüberbringen, wie dieses Event halt war. Ah, okay, andere Seite. Ah, okay, okay. So, also ne, von daher, wo ich. Daher war ich also etwas beschäftigt und konnte also keine neuen Folgen aufnehmen. Wenn auch diese Folge erscheint, weiß ich nicht, ob ich dann immer noch krank geschrieben bin, ob ich dann wieder arbeite. Für mich ist Stand heute, wo ich hier aufnehme, ist ja Mittwoch erstmal zum Orthopäden gehe und mein MRT bespreche, wie es denn gelaufen ist. Von daher, da bin ich dann nochmal sehr darauf gespannt, was dann dabei rauskommt. So, der ist schon, der ist schon am Sammeln. Ah, ja. Okay, okay. So, jetzt müssen wir einmal hier den Kurs laden. Und ich könnte jetzt dafür, das ist eine 18 Meter Dreschen und nicht 18,20 Meter. Naja, so. Zurück. So, dann nehmen wir hier rechts. Und dann würde ich sagen, so, wir sind hier auch noch Feld. Ja, und dann muss ich sagen, go, ne? So, ne, ich nehm's ja weg. So, und damit ist der zweite Drescher jetzt hier am Start. Das ist doch Wahnsinn, oder? Jetzt haben wir nachher langsam mal richtig Action wieder, Freunde. Richtig Action und die FPS-Zahlen sinken auch. Ja, und das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch an unserem Bergfest. Sag danke wieder für alle, die einen Kommentar dagelassen haben, die ein Like dagelassen haben oder auch nicht. Ja. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ihr hier seid und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis Freitag. Macht's gut, euer Andy und bye bye.